Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr Grannys zusammenhäkelt. Und zwar haben wir vor einigen Wochen diese tollen Grannys hier gehäkelt. Und heute zeige ich euch meine liebste Variation, um die Grannys zusammen zu häkeln. So sieht es nämlich von der Vorderseite aus und so von der Rückseite. Also das ist wirklich eine Art und Weise, wie es von beiden Seiten super ordentlich aussieht und es macht halt einen ganz tollen Effekt. Ich hoffe, ihr könnt es hier gut sehen. So sieht das dann aus. Und jetzt zeige ich euch, wie genau das funktioniert. Ich häkel heute mit einer 5,5 mm Häkelnadel und zwar habe ich für die Grannys eine 5 mm Nadel genommen und jetzt nehme ich eine halbe Nummer größer. Ihr könnt sogar eine 6 mm Nadel nehmen, aber das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, eine Nadelstärke größer zu nehmen. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen und eure ausgewählte Wolle. Ich nehme genau die gleiche Wolle, die ich auch für meine Grannys benutzt habe. Und dann fangen wir mal an. Den ersten Teil habe ich schon zusammengehäkelt und ich zeige euch jetzt natürlich, wie das geht. Ihr braucht immer zwei Grannys, die zusammengehäkelt werden. Also ihr legt zwei Grannys nebeneinander, zwei Grannys nebeneinander und zwei Grannys nebeneinander. Jetzt holen wir uns die nächste Reihe. Es wird immer gleich gehäkelt. Genauso wie ich hier gehäkelt habe, häkeln wir auch hier. Wir nehmen uns jetzt unsere Wolle und machen eine Schlaufe. Diese Schlaufe legen wir jetzt auf unsere Häkelnadel und ziehen ein bisschen fest. Was jetzt wichtig ist, dass wir einfach hier unten, wenn wir die aneinander legen, die gleichen Maschen erwischen. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier unser erstes Granny. Gehen jetzt in die hintere Schlaufe. Also ihr seht, wir haben hier feste Maschen gehäkelt und wir gehen nur in diese hintere Schlaufe rein. Was auch hier wichtig ist, ist jetzt einfach nur den Faden zwischen die beiden Grannys zu legen. So wie jetzt. Jetzt holen wir uns den anderen Granny und auch hier gehen wir nur in diese hintere Schlaufe rein. Wir haben jetzt also drei Schlaufen auf der Nadel. Wir holen uns jetzt unseren Faden und ziehen durch alle drei Schlaufen durch. Und somit haben wir die ersten zwei Maschen zusammengehäkelt. Wir holen uns jetzt wieder nur die hintere Schlaufe, so wie jetzt. Der Faden liegt wieder hinten und jetzt wieder nur die hintere Schlaufe. Wir haben drei Schlaufen auf der Nadel. Wir holen uns den Faden und gehen wieder durch alle drei Schlaufen durch. Und das wird jetzt wiederholt. Jetzt haben wir hier wieder die nächste Masche. Wir gehen nur in diese hintere Schlaufe durch und hier auf der gegenüberliegenden Seite nur in die hintere Schlaufe. Wir holen uns den Faden und ziehen durch alle drei Schlaufen durch. Hier können wir jetzt am Anfang ein bisschen festziehen und so werden die Grannys jetzt zusammengehäkelt. Wir nehmen uns immer die hintere Schlaufe. Dann gehen wir auf die andere Seite, holen uns auch hier die hintere Schlaufe, holen den Faden und ziehen durch. Und das wird jetzt einfach nur wiederholt. Lasst euch da ruhig Zeit und häkelt auch nicht zu fest. Also wieder die hintere Schlaufe, auch hier die hintere Schlaufe, wir holen uns den Faden und gehen durch alle drei Schlaufen durch. So sieht das jetzt aus. Und ich werde das jetzt weiter häkeln, bis ich hier oben angekommen bin. Ich bin jetzt hier fast am Ende angekommen. Ich habe jetzt hier noch zwei Maschen. Also wir holen wieder die rechte
und die linke, nur die hintere Schlaufe. Und somit beenden wir unser erstes Granny. So sieht das hier vorne aus und vor allem so sieht das von hinten aus. Es ist so ein ordentlicher Übergang und mir gefällt diese Version am besten. Jetzt haben wir die ersten zwei zusammengehäkelt. Jetzt nehmt ihr euch euer nächstes Granny. Auch hier legen wir beide wieder nebeneinander und jetzt verbinden wir die. Wie gesagt, den Arbeitsfaden immer schön in der Mitte lassen. Und jetzt holen wir uns wieder von dem rechten Granny als erstes die hintere Schlaufe und von dem linken. Wir haben drei Schlaufen auf der Nadel. Jetzt holen wir uns wieder unseren Arbeitsfaden, holen wir und ziehen durch alle drei Schlaufen durch. Und somit haben wir jetzt den Übergang zu den nächsten Grannies. Und jetzt wird genau im gleichen Prinzip weitergehäkelt. Wir gehen immer erst in die rechte, nur in die hintere Schlaufe und dann auf der linken Seite auch nur in die hintere Schlaufe. Holen uns den Faden und gehen durch alle Schlaufen durch. Also hier wieder. Hintere Schlaufe, jetzt holen wir uns den Arbeitsfaden und gehen durch alle Schlaufen durch. Und das wiederholen wir jetzt, bis wir ganz oben angekommen sind und die komplette Reihe fertig gehäkelt haben. Wichtig ist einfach nur, dass ihr immer darauf achtet, dass ihr auch wirklich die gegenüberliegende Seite erwischt. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Also, wir holen uns hier die hintere Schlaufe, dann auf der linken Seite die hintere Schlaufe, jetzt den Arbeitsfaden von hinten und ziehen durch alle durch. Und das mache ich jetzt, bis ich die Reihe fertig gehäkelt habe und dann zeige ich euch gleich, wie ihr das Ganze beendet. Ich bin jetzt hier fast am Ende angekommen und auch hier, seht ihr, bin ich jetzt fast oben angekommen. Ich gehe jetzt wieder in die hintere Schlaufe, hole mir den Faden, gehe durch alle drei Schlaufen durch. Und somit bin ich jetzt am Ende angekommen. Wir häkeln eine Luftmasche, ziehen ein bisschen fest, holen uns jetzt unsere Schere, schneiden den Faden ab, holen uns die Nadel, ziehen vorsichtig durch und ziehen fest. Und somit haben wir jetzt unsere Arbeit gesichert. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier die Reihe zusammengehäkelt. Was wir jetzt machen müssen, ist unsere Arbeit zu wenden. Und genau das Gleiche häkeln wir jetzt hier. Die werden genau gleich gehäkelt und jetzt müssen wir nur noch hier die Seiten verbinden. Und genauso wie eben auch beginnen wir wieder mit einer Schlaufe, legen diese Schlaufe auf die Nadel, ziehen ein wenig fest. Ich hole mir jetzt den Arbeitsfaden und lege ihn mir schon mal zwischen die Grannies hin. So ungefähr. Jetzt beginnen wir wieder hier unten in dieser ersten Masche und auch hier wieder nur ins hintere Maschenglied. Faden legen wir nach hinten, holen uns jetzt die gegenüberliegende Seite, auch hier nur das hintere Maschenglied, holen uns jetzt den Faden und gehen durch alle Schlaufen durch. Und genauso wie eben auch wird jetzt weiter gehäkelt. Immer erst die rechte Seite, nur die hintere Schlaufe, dann die linke und dann erst holen wir uns den Arbeitsfaden und gehen durch alle drei Schlaufen durch. Und das häkeln wir jetzt einfach die komplette Reihe wieder entlang.
Hier bei dem ersten könnt ihr dann immer vorsichtig zusammenziehen, dass es auch schön ordentlich aussieht. Und so wie eben auch wird jetzt auch die Reihe einfach weiter gehäkelt. Ich bin jetzt hier an diesem Übergang und auch hier habe ich die letzte Masche fertig gehäkelt. Was wir jetzt machen, wir gehen jetzt einfach weiter hier in unsere nächsten Grannies. Auch hier in die hintere Schlaufe und hier. Also, wir überspringen jetzt hier diesen kleinen Part. Wir gehen in die erste Masche hier wieder rein. Holen uns jetzt auch hier die hintere. Holen uns jetzt wieder unseren Arbeitsfaden, wie eben auch. Holen uns den Faden und gehen wieder durch alle drei Schlaufen durch. Und somit haben wir diesen tollen Übergang. Und jetzt, wie eben auch, einfach weiter häkeln. Und das mache ich jetzt und dann zeige ich euch gleich, wie wir auch hier die Reihe beenden. Ich hoffe, ihr könnt es hier gut erkennen. So sieht dann der Übergang aus. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen und auch hier, um das zu beenden, häkelt ihr eine Luftmasche, zieht ein bisschen fest, holt euch den Faden, schneidet die Schere ab. Wir ziehen jetzt den Faden komplett durch und ziehen fest. Und somit haben wir auch hier die Seite komplett zusammengenäht. Das gleiche mache ich jetzt noch hier und dann bin ich fertig. Ich habe jetzt meine Grannies zusammengehäkelt. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, sind die Fäden zu vernähen. Und dazu nehme ich mir jetzt einfach meine Vernähnadel, fädle diese ein. Und dadurch, dass ich die gleiche Farbe genommen habe wie hier zum Beispiel bei den Bobbeln, kann ich das jetzt gleich ganz einfach verstecken. Was ihr natürlich auch machen könnt, ich beginne hier immer mit diesen Schlaufen auf der Rückseite. Da fädle ich einfach hin und her. Und so könnt ihr das auch ganz einfach vernähen. Jetzt ziehe ich fest, aber nicht zu fest, damit sich das hier unten nicht verformt. Und so könntet ihr jetzt weitermachen und es dann vernähen. Ich werde jetzt aber hier einfach mich durchmogeln, um in die gleiche Farbe hier reinzukommen. Also ihr seht, ich ziehe das jetzt hier einfach durch und befinde mich jetzt hier in der gleichen Farbe. Und dann kann ich das hier einfach vernähen, indem ich durch ein paar Maschen gehe, in die entgegengesetzte Richtung und nie allzu fest ziehen, damit sich das nicht verformt. Und das mache ich jetzt zwei, dreimal noch und dann kann ich den Faden abschneiden. So sieht das jetzt aus. Ich nehme jetzt hier meine Schere, schneide ab und der Faden ist vernäht. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit mir, hier die Grannies zusammen zu häkeln. Ich freue mich schon riesig über eure Fotos, über eure Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen tollen Tag und vor allem ganz viel Spaß beim Häkeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.